Der Energiekonzern Axpo hat zwischen 2009 und 2018 die bestehenden Anlagen der Kraftwerke Lindt-Limmern AG ausgebaut. Zwischen dem Stausee Limmernboden und dem 630 Meter höher gelegenen Mutsee entstand das Kernstück des Projektes, das neue unterirdische Pumpspeicherwerk Limmern. Das neue Werk hat eine Turbinen- und Pumpleistung von je 1000 Megawatt und nutzt den Höhenunterschied zwischen den beiden Seen. Der Bau war eine extreme Herausforderung, denn die gesamte Baustelle lag im Hochgebirge. Über Straße und Schiene erreichbar war lediglich der Installationsplatz Tierfeld am Ende des Glarnerlandes. Ab hier mussten alle benötigten Maschinen, Baumaterialien und Mannschaften per Seilbahn auf den Berg transportiert werden. 2012 beginnt von Tierfeld aus der Bau des 4 Kilometer langen Zugangsstollens zu den Kavernen im Innern des Bergs. Er hat einen Durchmesser von 8 Metern und ermöglicht den Transport der schweren Ausrüstung in die Kavernen. Gleichzeitig werden die Maschinenkaverne und die Transformatorenkaverne in Phasen von oben nach unten ausgebrochen und gesichert. Mit 150 Metern Länge und 50 Metern Höhe ist die Maschinenkaverne gigantisch. Das gesamte Volumen muss aus solidem Fels gebrochen werden. Einige Bereiche mit maschinellem Ausbau. Das weitaus meiste mit Sprengstoff. Das gesamte Ausbruchsmaterial muss aus dem Berg gebracht werden. Dazu wird in einem Stollen unterhalb der Kavernen das Gestein gebrochen. Der Großteil des Ausbruchsmaterials wird zum Bau der Stauanlage Mutsee auf den Berg transportiert. Der andere Teil wird in einer unterirdischen Betonfabrik zu Beton für den Ausbau der Kavernen weiterverarbeitet. Anfang 2012 ist der Ausbruch der 50 Meter hohen Maschinenkaverne abgeschlossen. Der Innenausbau kann beginnen. Der Zeitplan ist eng und es wird an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet. In den Fundamenten werden bereits die Saugrohre für die Pumpturbinen montiert. Gleichzeitig werden die Seitenwände betoniert. Das Gewölbe, bisher nur von Fels gehalten, wird so durch einen geschlossenen Ring abgestützt und kann dem Gebirgsdruck standhalten. In den Maschinenschächten werden auf den inzwischen einbetonierten Saugrohren die Fundamente für die Maschinengruppen betoniert. Insgesamt werden in den Kavernen über 80.000 Kubikmeter Beton verbaut. Genug für ungefähr 700 Einfamilienhäuser. Eine Großbaustelle tief im Inneren des Berges. Zur Anbindung des Werks an das Stromnetz werden Hochspannungskabel durch den Zugangsstollen zum Unterwerk in Tierfeld gelegt. Von hier entsteht eine neue 380 kV Freileitung durch das Lehntal. Die 17 Kilometer lange Leitung ist Teil des Schweizer Höchstspannungsnetzes. Für die Freileitung werden 53 neue Strommasten gebaut. Der Bau der bis zu 89 Meter hohen Masten ist aufwendig. In unwegsamem Gelände muss das Baumaterial mit dem Helikopter eingeflogen werden. Parallel zur Fertigstellung der Leitung beginnt im Tal der Transport der schweren Ausrüstung zu den Kavernen. Bauteile wie das Spiralgehäuse der Pumpturbinen sind für den Transport durch die normalen Stollen zu groß. Die mit 190 Tonnen schwersten Einzelstücke, die Maschinentransformatoren, sind mit der 30 Tonnen Bauseilbahn nicht zu bewältigen. Die großen und schweren Teile werden daher durch den nun fertiggestellten Zugangsstollen direkt in die Kavernen transportiert. Extra für diese Teile wurde der Stollen so groß gebaut und mit einer 200 Tonnen Standseilbahn ausgerüstet.
nun beginnt der Einbau der Maschinengruppen. Die Spiralgehäuse müssen die gigantischen Kräfte des Wassers aus den Druckschächten aufnehmen und werden vollständig einbetoniert. Genau hier wird später das Laufrad der Pumpturbine rotieren. Über der Pumpturbine wird das Traglager der Turbinen und Generatorenwelle eingebaut. Parallel zum Ausbau der Maschinenschächte entstehen die beweglichen Teile der Motorgeneratoren, die Rotoren. Mit etwa 330 Tonnen Gewicht sind sie selbst für die Standseilbahn zu schwer und müssen in der Kaverne zusammengebaut werden. Gleichzeitig wird der unbewegliche Teil der Motorgeneratoren, der Stator, über der Pumpturbine in den Maschinenschacht eingebaut. Schließlich wird der Rotor in den Stator eingesetzt. Im Betrieb wird er sich ungefähr 8-mal in der Sekunde im Stator drehen und dabei die Leistung von etwa 3000 PKW entwickeln können. Im November 2015 sind die ersten zwei Maschinengruppen fertig montiert. Die erste Maschinengruppe ist erfolgreich mit dem Stromnetz synchronisiert. Zeitgleich mit dem Bau der Kavernen beginnt auch der Bau der Druckschächte in Richtung Mutsee. Die Schächte werden nacheinander von Startkavernen aus von einer Tunnelbohrmaschine erstellt. Sie haben eine Steigung von 40 Grad und enden in der 600 Meter höher gelegenen Schieberkammer. Hier entstehen auch der Oberwasserdruckstollen und das Wasserschloss, eine nach oben offene Steigleitung zum Druckausgleich im Stollensystem. Von der Schieberkammer aus werden in die Druckschächte über temporäre Schienen die Stahlrohre zur Panzerung der Schächte eingebaut. Anlieferung und Einbau der Rohre sind extrem aufwendig. Erst im Schacht werden die Stücke zu einem Rohr zusammengeschweißt. Der Einbau von insgesamt 2 Kilometern Panzerung dauert rund 3 Jahre. Der Oberwasserdruckstollen verbindet die Schieberkammer mit dem Mutsee. Der Stollen ist mit 8 Metern Durchmesser so groß wie ein Straßentunnel. Am Portal des Stollens entsteht 2012 und 2013 das Ein- und Auslaufbauwerk Mutsee, das zukünftig unter Wasser stehen wird. Von hier wird das Wasser durch den Oberwasserdruckstollen und die Druckschächte zu den Turbinen fließen. Bei der Kavernenzentrale entstehen die beiden Unterwasserdruckstollen zum Stausee Limmernboden. Damit sind alle Stollen und Schächte des Triebwassersystems fertiggestellt. Für den Bau der Ein- und Auslassbauwerke wird der Limmernsee fast vollständig entleert. Durch die beiden Bauwerke werden bis zu 200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde fließen. Die Formgebung der Bauten minimiert dabei bremsende Verwirbelungen im Wasser. Oberhalb des normalerweise gefüllten Sees liegt der Materialumschlagsplatz Ochsenstäfeli mit Kiessilos und Brecheranlage. Das Ausbruchsmaterial aus den Kavernen wird hier aufbereitet und für den Bau der Stauanlage Mutsee deponiert. Das Material und alle Baumaschinen werden von hier aus mit einer zweiten Bauseilbahn auf die Muttenalb transportiert. Die Seilbahn trägt bis zu 30 Tonnen. Die Bauseilbahn führt zur Baustelle der Stauanlage Mutsee auf der 2500 Meter hochgelegenen Muttenalb. Die Staumauer entsteht aus 68 je 15 Meter breiten Blöcken. Die gesamte Mauer wird in 3 Sommern gebaut. Sie ist rund 1000 Meter lang und bis zu 36 Meter hoch. Der Mutsee wird um maximal 30 Meter aufgestaut. Das Fassungsvermögen des Sees wird damit etwa verdreifacht. Die Dimension der Baustelle im Hochgebirge ist beeindruckend. Bis zu 150 Bauleute wohnen im eigens errichteten Camp. Eine hochmoderne Betonfabrik erzeugt den Beton für die Staumauer vor Ort. 2012 ist ungefähr ein Viertel der Mauer im Bau
und man kann die Größe des späteren Bauwerks erahnen. Im Sommer 2013 wird der gegenüberliegende Mauerteil gebaut. Hier entstehen die höchsten Blöcke. Ende 2013 sind etwa zwei Drittel der Mauer gebaut. Zwei Jahre später, im November 2015, ist die Staumauer fertiggestellt. Sie ist mit einer begehbaren Mauerkrone und hochempfindlichen Überwachungsgeräten ausgestattet. Im Sommer 2016 wird der Mozzi zum ersten Mal voll aufgestaut. Die Baustelleninstallationen wurden vorher rückgebaut. In den Kavernen gehen die Maschinengruppen nacheinander in den Regelbetrieb. Die Pumpturbinen und Motorgeneratoren sind hochflexibel und können innerhalb weniger Minuten zwischen Pump- und Turbinierbetrieb wechseln. In der Kraftwerkssteuerstelle in Tierfeld werden die Maschinen überwacht. Der Maschineneinsatz wird in Abhängigkeit vom Strommarkt von Baden aus gesteuert. Nach der Fertigstellung des hochkomplexen Projektes steht auf der Muttenalb die mit über 1000 Metern längste Staumauer der Schweiz und die höchstgelegene Europas. Sie hält Wasser für die flexible Stromgewinnung zurück. Mit seiner hohen Flexibilität leistet das neue Pumpspeicherwerk Limmern einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität und damit zur Versorgungssicherheit in der Schweiz und in Europa. Musik